How's he doing? Really good? Der Hengst ist jetzt okay, du kannst ihn reiten. Heute mal nicht in Melbourne, Hamburg oder Tokio, sondern zu Hause in Solvang, Kalifornien. Auf seiner Ranch bespricht Roberts mit den Cowboys jedes noch so winzige Problem. Ich denke, der war richtig wild, aber jetzt ist er schon viel besser. Jeden Tag kommen Besucher. Roberts spricht mit den Pferden, aber er flüstert nicht. Er hat eine ganz besondere Körpersprache. Wenn ich meine Hand hebe, schicke ich ihn weg. Ein paar Minuten lang ist der Braune geflüchtet. Jetzt sucht er Anschluss. Roberts hält die Hand unten, das heißt, komm her. Gern folgt das Pferd dem Menschen, wenn dieser Ruhe und Frieden ausstrahlt. Join-up, das ist Körperkontakt. Ganz wichtig, niemals dem Pferd in die Augen schauen, das tun nur Raubtiere. Mehr als 30.000 Pferde sind Roberts so gefolgt, über 50 Jahre. Mit 3 sitzt er bereits fest im Sattel, reitet sogar Turniere. Der erste Siegerpokal mit 4 beim Westernreiten. Mit 14 ist er der Beste in der Vielseitigkeitsprüfung. Die Biografie des Monty Roberts ist eine Erfolgsgeschichte aus dem Land der Cowboys. Salinas, Kalifornien, sein Heimatstädtchen. Mit der Southern Pacific Eisenbahn bereist er in den 40er Jahren den mittleren Westen, im eigenen Waggon mit seinen Turnierpferden. Da ist er gerade mal 12, 13, das Kindermädchen immer dabei. Wir waren immer im vorletzten Waggon und dann ging's los, entweder nach Norden oder nach Süden. Jedes Wochenende ein Rodeo, hunderte von Meilen von zu Hause entfernt. Und meistens hat er gewonnen. Achtmal wird Monty Roberts Weltmeister im Westernreiten. Monty Roberts ist 13, als er zu den Wildpferden in die Prärie reitet. Er will verstehen, wie sie miteinander kommunizieren. Bald schon entziffert er die Sprache der Pferde und findet heraus, nach welchen Regeln die Mustangs miteinander leben. Das Entscheidende ist, wie die Leitstute einen ungezogenen Jüngling maßregelt. Sie vertreibt ihn aus der Herde und das findet er beängstigend. Jetzt können die Wölfe ihn angreifen. Also will der Ausgestoßene wieder zurück. So macht es die Leitstute. Wegschicken und wiederkommen lassen. So mache ich es auch. Ich sage, ich tue dir nichts, bleib hier. So funktioniert die Sprache der Pferde. Links oberhalb der Herde. Die Leitstute verjagt einen aufmüpfigen Jährling. Der will zurück in den Schutz der Herde. Immer wieder jagt sie ihn fort. Irgendwann wird er zurück dürfen, aber nur, wenn er sich unterordnet. So funktioniert Erziehung. Das ist Chai Boy, der wohl berühmteste Mustang der Welt.
1997 hat Monty Roberts das Wildpferd mitten in der einsamen kalifornischen Prärie gezähmt. In der Natur akzeptiert Shyboy damals seinen ersten Reiter. Roberts lässt Shyboy, der mittlerweile auf seiner Ranch lebt, jetzt wieder frei laufen. Wenn er will, kann er sich aus dem Staub machen. Er läuft nicht weit weg, denn er will nicht allein sein. Er ist ein Herdentier. Ich gehöre jetzt zu seiner Herde. Ich sage ihm, du kannst ruhig gehen. Aber er fürchtet, wenn er zu weit läuft, fressen ihn vielleicht die Wölfe. In der Pferdesprache zeige ich, dass ich ihm nicht wehtun will. Stunden später, die Begegnung. Wenn er dann zu mir kommt, sage ich ihm, ich tue dir doch nichts. Er kommt freiwillig, nicht aus Zwang. Von den Mustangs lernt er die Sprache der Pferde. Doch die Menschen wollen nichts davon wissen. Roberts, häufig frustriert, hat zwar kleine Erfolge, doch jahrzehntelang kennen den Sonderling nur wenige Insider. Dann England, Windsor Castle, das Schloss der Königin. Elisabeth II. Liebt die Pferde. 1989 hört ihre Majestät von diesem merkwürdigen Mann aus Kalifornien, der mit Pferden flüstere. Sie wird neugierig, lässt nach ihm rufen. Wozu eigentlich? Man weiß bei Hofe doch alles über Pferde. Am 12. April 1989 kommt Monty Roberts das erste Mal nach Windsor Castle. Mittlerweile geht er hier ein und aus. Die Königin und der Cowboy. Es ist der Beginn einer Freundschaft. Für mich begann ein ganz neues Leben. Das alte war beendet. Ihre Majestät schickte mich in ein neues. Das war vor 16 Jahren, also bin ich erst 16. Ich bin wieder jung und stark und dünn. Seitdem trainiert er die königlichen Rösser und trifft ihre Majestät zum privaten Plausch. Ganz ohne Protokoll. An das erste Treffen erinnert sich Roberts noch ganz genau. I remember that day. I met the An den Tag erinnere ich mich, weiß Gott. Right here. Genau hier habe ich die Königin das erste Mal getroffen. Das war so witzig, ich habe sie gar nicht erkannt. Da stand diese Frau und plötzlich fragte ich, sind Sie die Königin? Sie schaute mich an und sagte, ja. Guten Tag, Hoheit, ich möchte Ihnen meine Arbeit zeigen. Sofort muss er in die Manege, um seine Künste zu beweisen. Bilder von der ersten Vorführung existieren nicht. Im Publikum, die Königin samt Familie, umgeben von höfischen Pferdeexperten. Es ist die berittene Elite des Königreichs, samt Kavallerie. Terry Pendry, der Rittmeister der Königin, ist auch zugegen. Skeptisch, ja misstrauisch, verfolgt er die Vorführung. Kommen Sie und schauen sich diesen Amerikaner an, sagte die Königin, wie er junge Pferde ausbildet. Wir waren alle sehr neugierig und die Königin war ja auch da. Wir waren zur Anwesenheit verpflichtet. Ich dachte, was geht hier vor? Wer ist eigentlich dieser Roberts? Ich habe ihn genau beobachtet, wie er mit den Pferden arbeitet. Ist das ein Scharlatan? Ein Dummkopf? So etwas macht man doch nicht mit der Königin. Vor 200 Jahren hätten sie so einen sofort geköpft. Doch Monty überzeugt ihn. Wenn auch nicht gerade augenscheinlich, die Königin ist begeistert. Die Vorführung ist mehr als schwierig.
Die wildesten jungen Hengste werden herbeigekarrt, für Roberts die Reifeprüfung. Before going in for the first horse for the Queen, I could hear my heart. Vor dem ersten Pferd war ich so nervös. Ich hörte mein Herz schlagen. Oh mein Gott, so geht's doch nicht. Ich wartete ein wenig. Als ich anfing, habe ich mich beruhigt. Die Arbeit war in Ordnung. Wilde Tiere werden zu folgsamen Partnern in nur 30 Minuten. Die Königin ist überzeugt, schickt ihn sofort auf eine wochenlange Tournee durchs ganze Land. Es ist der Beginn der weltweiten Mission des Monty Roberts. Der Pferdeflüsterer ist mal wieder auf Tournee, heute in Gloucestershire, Mittelengland. Hunderte von solchen Veranstaltungen hat er in den letzten Jahren absolviert, unzählige Menschen überzeugt. Bei ihm sieht alles so einfach aus. Manche werfen ihm vor, er traue sich nicht an richtig schwierige Fälle heran. Dieser rohe Araberhengst spricht fürs Gegenteil. Ladies and gentlemen, here is the man that can deal with them all, Mr. Monty Roberts. Am Anfang steht immer der Appell zur Gewaltlosigkeit. Good evening, ladies and gentlemen. Violence is never the answer. Gewalt ist nie die Lösung. Gewalt hilft immer nur dem Gewalttätigen und niemals dem Opfer. Niemand von uns hat das Recht, dem anderen zu sagen, wenn du nicht tust, was ich will, dann schlage ich dich. Das gilt für Menschen wie für Tiere. Das haben mir die Pferde beigebracht. Du bist besser, wenn du partnerschaftlich zusammenarbeitest. Im Team, in Harmonie, ohne Gewalt. Und die Führer dieser Welt sollten von den Pferden lernen. These horses could teach our world leaders a few things too. Quite a few times where they would save it for the second or third day, but I knew it was there. Now look at here. Emblazon. Schaut euch den an. Emblazon. Wer kriegt da keine Angst? You're supposed to get frightened when you Und Sie glauben immer noch, der ist friedlich? You think he is not a tough guy? You think he is not a tough guy? Look at this. Der hat Feuer. Ob wir da einen Reiter raufkriegen? Whether I can put a saddle and rider on him or not is a real question. Roberts schickt ihn weg, weil er so ungezogen ist. Doch schnell sucht der Hengst Anschluss. Er senkt den Kopf. Now let me see. Mal sehen, ob ich den hinbekomme. Emblazon. My owner is there. Kopf nach unten heißt in der Pferdesprache, ich möchte nicht länger allein sein. Darf ich zu dir kommen? My people have dealt with him at any other point in time. Not at all. Und dann der Join-up. Der Araber vertraut dem fremden Mann. There is the moment of join-up. Yeah, I know. Der erste Sattel in seinem Leben nach 15 Minuten. Jetzt darf er sich an den Sattel gewöhnen. Solch ein Pferd einzureiten dauert normalerweise Wochen, wenn nicht Monate. Oh ja. Oh, goodness gracious. Fünf Minuten später kommt der Reiter. I didn't put stirrup hobbles on. We'll lie over him. If he wants to buck right away, we're back off. Wenn er wieder buckelt, spring sofort runter. Jetzt auf.
Now, you saw him buck with the saddle? Der buckelt immer noch. Now you've seen him buck with that. Not really, but we're gonna have to go straight in. Komm noch mal. We're gonna go straight in. Easy now. Ruhig. Let him settle. Let him stand if he wants. Er muss sich beruhigen. 35 Minuten dauert jetzt die Show. Der Hengst ist ruhig. Sie reiten ein paar Runden. Okay. Gut gemacht, Junge. Das war super. Down you come. Thank you very much. Okay. Es sieht viel einfacher aus, als es ist. Pferdeleute wissen das. That is so much fun. Oh, yeah, he's proud of himself. Thank you very much. Thank you. Imagine doing this with such a... Das zweite Pferd ist noch schwieriger. Der Fuchs wirft alle Reiter ab, ein Pulverfass. Schau ihm nie in die Augen. And reward him this way. Monty will es wissen. Solche Herausforderungen hat er sein Leben lang gesucht. Ich helfe dir rauf. Denk dran, der buckelt. Alles Gute, mehr kann ich nicht tun. Remedial Bucker. Because he's seen that leg down there. I'm going to give you the best chance I can without a line on him. You knew it was going to happen. Ich hab's gewusst. Ruhig. Bleib drauf, Junge. Ruhig. Bleib drauf. Just stay right there and look his middle. Easy. Easy. Sit down. Sit down, son. Sit down, son. Whoa, whoa, whoa. 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 You all right? Bist du okay? Ja? Please, quiet as you Bitte can. Ruhe im Publikum. Give us a chance here. You rode him for Versuchen wir es nochmal. Du bist doch lange drauf geblieben, Junge. Good job, Grant. Oh, son. You all right? Okay. Der Fuchs ist das Buckeln leid, akzeptiert den Reiter. Völlig ohne Zwang und Gewalt, aber mit Konsequenz und Ruhe. It's amazing. It's amazing. Roberts bleibt gelassen, das ist sein Erfolgsrezept. Ein hoher Adrenalinspiegel macht jedes Pferd wild. Nach 30 Minuten eingeritten. Kein kleines Wunder, harte Arbeit. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you very much. All right. When he bucked my man off, we had to continue. We had to work. Als er meinen Reiter abgeworfen hat, musste ich weitermachen. Höre ich auf, wird er jeden runterwerfen. Jetzt hat er den Reiter akzeptiert. Er wird ein wunderbares Pferd. Aber das ist doch gefährlich. Es ist immer gefährlich, so schwierige Pferde zu reiten. Du musst eben gut sein und brauchst einen Sturzhelm. Das reduziert die Verletzungsgefahr. The hard hat and the handhold on the saddle and all of these things, you can reduce the chance for injury. But you really go for it. Trauen Sie sich an jedes Pferd heran, auch an die ganz gefährlichen? It is a tough job. Natürlich ist das ein harter Job. Das waren keine durchschnittlichen Pferde. Aber irgendjemand muss den Job ja machen. That's okay. Somebody has to do it. München, die Gala des Pferdes. Monty Roberts ist Star des Abends. Weltweit wird er eingeladen, trainiert die besten Pferde, zum Beispiel beim Scheich von Dubai und in den großen Rennställen.
Den Aborigines in Australien nimmt er die Härte im Umgang mit ihren Pferden. Wahre Größe zeigt sich in Bescheidenheit. Kleine Tipps für junge Damen. Solche Partys sind Pflicht. Immer verbunden mit der Hoffnung, seine gewaltlose Mission werde eine große Bewegung. Wenn ich heute Nacht hier 2-3 Leute überzeugen kann, bin ich zufrieden. Heute 3, morgen 6. Irgendwann ist es eine kleine Armee. Der Cowboy im Smoking, der sieht schon komisch aus. Erzähl das bloß niemandem zu Hause. Zurück in Kalifornien, im Tagesgeschäft. Problemfälle werden therapiert. Gegen ein Tageshonorar können Pferdebesitzer ihre Tiere hier abgeben, bis sie geheilt sind. ...1976 kaufte Monty mit seiner Frau Pat die Fleckys Abfarm. Unzählige Rennpferde wurden hier gezüchtet und trainiert. Pat erledigt das Alltagsgeschäft. Ihr Mann ist 300 Tage im Jahr auf Achse. Voller Tatendrang genießt er seine Botschaft unter das Volk zu bringen. Der Sohn eines Rodeo-Reiters, am 14. Mai 1935 geboren. Sein Geburtshaus in Salinas, Kalifornien. Nebenan das alte Rodeo-Stadion. Hier war er der König. Es tut mir weh, wenn ich sehe, was aus unserer schönen Arena geworden ist. Alles neu, Aluminium, ein Fußballplatz. Mein Gott, das ist nicht mehr meine alte Arena. Das war hier heiliger Boden. Hier kämpften die besten Cowboys und die besten Pferde. Johnny Tivio, mein Brauner, wurde hier Weltmeister. Johnny Tivio, das beste Rodeo-Pferd aller Zeiten, ist lange tot. Monty Roberts liebt ihn noch heute. Johnny Tivio war gar nicht so schwierig. Nur, wenn er sich für etwas entschieden hatte, wollte er es auch durchsetzen. Der Boss sein. Aber ich wollte auch der Boss sein. Am Ende habe ich meist auf ihn gehört. Das war besser so. Er war clever, wenn er die Bullen durch die Arena schickte. Er hat mir immer geholfen und wir haben gewonnen. Always improving my performance too. Unzählige Pokale verstauben in der Garage. Monty Roberts ist eher Idealist als Materialist. Pat, die Ehefrau. He was a great kid. Er war ein großartiger Junge. Er war ein Star. Er hat alles gewonnen, aber er war überhaupt nicht arrogant. Immer offen, freundlich. Er hatte viele Verehrerinnen, die an ihm klebten. And but he was
Wir gingen zusammen zur Schule und ich kannte seine Arbeit mit den Pferden. Ich war sehr überrascht, als er sich für mich interessierte. Und 1965 gründen sie eine Familie, ziehen zwei Töchter und einen Sohn groß. Ich heiratete einen Cowboy und habe einen Missionar bekommen. Er ist ein wunderbarer Kommunikator. Er schafft es, die Leute immer wieder zu überzeugen. Wie lange kann er das noch so weitermachen? Er wird immer mit Leuten reden, ihnen helfen, ihnen etwas beibringen. Bis zu dem Tag, wenn sie seinen Sargdeckel zumachen. So ist er. Das liebt er. Und wie leben Sie damit? Manchmal bin ich ganz schön einsam. Die Farm ist wundervoll. Wir können nicht beide weg sein. Ich habe hier eine große Aufgabe. Selten bleibt Zeit für einen geselligen Abend mit dem Team. 35 Leute arbeiten ständig auf der Range. Pat Roberts ist nebenbei Künstlerin. Solche Plastiken sind ihr Steckenpferd. Hier auf der Ranch werden sie zu Ausbildern im Sinne des Monty Roberts. Bald eröffnen sie dann ein sogenanntes Learning Center irgendwo auf der Welt. 18 solche Schulen gibt es bereits. In Großbritannien, Deutschland, Australien und demnächst in Polen. Und alle sind sie den Lehren des Meisters verpflichtet. Newmarket in England, die beste Hengststation der Welt. Zu Besuch bei einem alten Freund, dem wohl größten Galopper, den Deutschland je hatte. 17 Jahre alt. Er wird sich daran erinnern. Lomitas. Lomitas. Lomi, Lomi, Lomi. Remember that? Eh? You remember that? You are a good boy. Du bist ein guter Junge. Lomi, Lomi, Lomi. Lomi, Lomi, Lomi. He's a good boy. Oh, what a good boy. You want more of those fishermen? Willst du noch ein paar Bonbons? You are a good boy. Lomitas. He's an old friend. Er ist ein alter Freund. He's an old friend of mine. Du siehst aus wie ein richtiger Gentleman. You look like a real gentleman now. You were a baby. Als ich dich das erste Mal sah, warst du noch ein Baby. Junge, du bist fett geworden. Hast du nicht genug Arbeit? You gotta go to work. I mean, we traveled all over the world together and wir sind um die ganze Welt gereist. Er war in Kalifornien, wir waren in Deutschland. Ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht. Er brauchte so viel Hilfe. Als Zweijähriger gewinnt Lomitas aus Bremen die ersten großen Rennen. Ein Supertalent, voller Kraft und Energie. Beseelt von einem unbändigen Willen zum Sieg. Doch dann verweigert er sich, wird missverstanden, falsch behandelt. Mit Gewalt wollen sie ihn in die Startbox prügeln. Doch so einen kann man nicht brechen. Lomitas rastet aus, bekommt Startverbot. Sein Besitzer Walter Jacobs, der Bremer Kaffeefürst, ist verzweifelt. Es droht die Schlachtbank. So holt er den Mann aus Kalifornien. Monty Roberts kommt sofort. Er trifft einen traurigen Lomitas, ängstlich,
verunsichert, aggressiv. Alle Pferdeleute sagten, der ist verrückt. Der hat einen schlechten Charakter. Ich habe ihn mir angesehen und ich wusste, das stimmt nicht. Ich wusste, er ist ein guter Junge. Er musste mir nur vertrauen. Das Training ist so mühsam wie gefährlich. So wie dieser Fuchs tobte auch Lomitas. Doch Monty Roberts weiß genau, wie man solche Hengste behandelt. Ruhig, ohne Druck, konsequent. Auf der Bremer Rennbahn beginnt 1990 die Karriere des Lomitas. Die alte Startbox, die er verweigerte. Die meisten Pferde haben Angst vor der Startmaschine, so wie Lomitas. 20, 30 Meter davor blieb er stehen, ging keinen Zentimeter weiter. Wenn du ihm gesagt hast, komm weiter, dann hat er mich angegriffen, wollte mich umbringen. Mit den Vorderbeinen wollte er mich schlagen. Er hätte alles getan. Ohne den Join-Up, ohne Vertrauen, ohne eine Partnerschaft, hätte ich nie eine Chance gehabt. Ich habe ihm immer wieder gesagt, beruhige dich. Alles ist in Ordnung. Ich tue dir nicht weh. Nach 6 Tagen geht Lomitas, so wie dieser Hengst, in die Startbox. Er vertraut wieder den Menschen. Die alten Ställe, Martina Grünwald war die Betreuerin von Lomitas. Es ist schön, wieder hier zu sein. Martina kennt Lomitas sehr genau, hat sie ihn doch täglich versorgt. Nach einer Woche mit Roberts ist er ein anderes Pferd. Er ist nicht mehr so stolz gegangen wie vorher. Nicht? Aber es hat nicht an seiner Klasse, der hat nicht seine Klasse genommen. Nicht? Also er war das gleiche Rennpferd wie vorher. Aber er hat ihn ein bisschen den Stolz, also kann ich nicht, muss ich so sagen, den Stolz genommen. Er ist einfach anders im Führing dann gegangen. Sonst ist er immer so, ich bin eher der Champ immer. Und das hat er eben nicht mehr gemacht. Er ist dann eben so bei dir gegangen. Haben Sie jemals Muhammad Ali getroffen? Michael Jordan oder Michael Schumacher? Die haben etwas ganz Besonderes. Sie sind die Größten. Und du merkst das sofort. Du siehst es. Ja, so ist Lomitas. Well. Es ist wie mit deinem eigenen Kind. Auch wenn die Leute sagen, du übertreibst. Ich habe alles für ihn gegeben. Lomitas war so schwierig. Und als er es dann gemacht hat, war es das Gleiche, als hätte mein Sohn eine gute Schulnote nach Hause gebracht. August 1991, der entscheidende Tag. Der große Preis von Baden-Baden ist das wichtigste Pferderennen Deutschlands. Lomitas trägt die Nummer 8. Der Reporter ist Adi Furla. Dann kommt noch Lomitas als letzter. Er bezieht die äußerste Box auf Antrag, aber er geht einwandfrei hinein. Es wird hinten geschlossen, vorne geschlossen, also überhaupt keine Probleme. Simon Stokes bei ihm, er hat geholfen. Ein bisschen klappt Lomitas nach, aber das soll ja nicht sein. Kresos geht sofort an die Spitze. Lomitas hat einen schwachen Start, doch dann prescht er vor. Dann kommt Lomitas jetzt an die dritte Stelle in bester Haltung. Wunderbar, Peter Schirken im Sattel, er hat ihn ja schon im großen Preis von Berlin geritten und mit ihm gewonnen. Lomitas geht in Führung. Alles dicht zusammen. In
Außen, Lomitas, ganz klar in Front. Peter Schieren schaut sich schon um. Da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Cresus an zweiter Stelle und hinter Lomitas kommt jetzt auch Temporal. Ganz überlegen. 7, 8 Längen, Lomitas, Temporal, dann weit, dann Cresus. Mein Gott, war das eine Demonstration. Also, so habe ich lange kein Pferd mehr gewinnen sehen. Da haben wir ihn im Bild. Walter J. Jakobs mit Hut, der große alte Herr des deutschen Rennsports mit seiner Gattin. Hier kann man wirklich sagen, der große Preis von Baden wurde zum Rennen eines einzigen Pferdes. Heute siegen seine Söhne und Töchter und Lomitas brilliert als Deckhengst. Rund 100 Stuten schafft er pro Saison für 20.000 Euro pro Sprung. Wenn die Stute in den Raum kommt, rastet so mancher Hengst aus. Lomitas bleibt souverän. Monty Roberts hat Geschichte gemacht. Und Lomitas ist mit von der Partie. Kinder sind wie Pferde, sagt Roberts. Bei Gewalt flüchten sie, werden aggressiv. Der Cowboy aus Amerika ist auch Pate einer Grundschule in England. Ein ärmlicher Vorort von Birmingham. Mittlerweile sind die Schüler sehr gut. Und die Schule wurde sogar von der Regierung ausgezeichnet als eine der besten im Lande. Noch vor 5 Jahren drohte der Kingshurst Junior School die Schließung. Seine Erziehungsideen hat er bei den Pferden abgeschaut. Es geht ganz einfach darum, einen Vertrag zu erfüllen. Die Kinder erfahren Liebe und Vertrauen, wenn sie ihre Pflichten erfüllen, ihre Versprechen einhalten. Stephen Taylor, der Lehrer, ist von Monty überzeugt. Er hat mir Hilfsmittel an die Hand gegeben, um die Kinder besser zu betreuen. Es ist das Gleiche, wie wenn er mit Pferden arbeitet. Sein Round Pen, seine Arena ist mein Klassenzimmer. Meine Schüler, die Pferde. Ich habe gelernt, mit den Kindern zu arbeiten. Sie machen mit, weil sie es wollen. Die Kinder lernen, freundlich miteinander umzugehen. Und sie lernen, dass Gewalt niemals die Lösung ist. Monty hat hier viel verändert. Wir haben viel gelernt. Gewalt kommt immer zum Gewalttätigen zurück. Wenn du jemanden wehtust, dann tut der dir irgendwann auch weh. Du machst keine Gewalt, oder? Nein, mag ich überhaupt nicht. Das ist einfach nicht richtig. Ohne Gewalt wäre die Welt viel schöner. Überall. Everywhere. Es ist nicht cool, fies zu sein. Was ist denn cool? Nett zu sein. Und freundlich. Nice. Seine Wahrheiten füllen das schwarze Brett. Der freundliche Onkel aus Amerika ist allgegenwärtig. Und so funktioniert es im Alltag, im Unterricht. Der Schüler verspricht etwas und er hält es nicht ein. Also kann er beim nächsten Fußballspiel nicht dabei sein. Er muss sein Versprechen einlösen. Oder aber der Schüler hat alles ganz toll erledigt. Dann darf er dafür länger Fußball spielen und die Eltern erhalten einen Lobesbrief. Hier wird über einen Konflikt gesprochen. Er wird mit Worten gelöst. Mit Vertrauen und ohne Druck kannst du viel mehr erreichen. Das ist die Botschaft des Monty Roberts. Die Mädchen und Jungen dieser öffentlichen Schule gehören heute zu den Besten im Königreich.
Would you like to shake on it? Montys eigene Kindheit war ein einziger Albtraum. Der Vater ein brutaler Schläger. So behandelte er seine Pferde und den eigenen Sohn auch nicht viel besser. 71 Knochenbrüche hat der kleine Monty überlebt, da ist er gerade mal 12. Allesamt von Vaters Hand. Hier wurde der Tyrann 1985 beerdigt. Sein Sohn war seitdem nie mehr da. Hier muss es irgendwo sein. Oh, die Inschrift habe ich noch gar nicht gesehen. All der Kummer, die Wut, die Schmerzen, die Streitereien, all die Gewalt, die er mir angetan hat, er hat es mitgenommen in dieses Grab. Wie er da an dem Sarg lag in der Totenhalle, dachte ich, jetzt kannst du niemandem mehr wehtun. Du bist in der Kiste. Ich hasse ihn nicht. Er hat es von seinem Vater so gelernt. Ich hasse ihn nicht. Der geliebte Vater. Grabinschriften können zynisch sein. Ich hoffe, er ist im Himmel. Und ich hoffe, er ist glücklich. Aber ich musste tun, was ich getan habe. Er ist seinen Weg gegangen, konsequent, gewaltlos. Den Vater stets im Nacken, wollte er es besser machen. Den endgültigen Durchbruch bringt 1995 der Roman und später der Kinofilm vom Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Roberts selbst hat mittlerweile 5 Bücher geschrieben, ihre weltweite Auflage über 12 Millionen. Heute ist er 70. Für Millionen von Menschen Vorbild, Vaterfigur, ein Held. Wenn es wirklich so etwas wie den Pferdeflüsterer gibt, dann ist es wohl Monty Roberts.